unsere Kunden, die zu uns kommen, die sind einen tollen Service gewohnt in unseren Geschäften. Also wir bieten unseren Kunden auch an, dass wir außerhalb der Öffnungszeiten mal aufsperren, wenn sie nicht unter den normalen Öffnungszeiten kommen können. Wir bieten auch an, wenn sie keine Zeit haben, dass wir ihnen ein schönes Paket schnüren. Wir wissen, was unsere Kunden wollen und machen ihnen sozusagen ein Outfit für sie, was ihnen gefällt, das behalten sie und den Rest geben sie zurück. Maximilian Gössl, vielen Dank für das herzliche Willkommen im Gewandhaus. Sehr gerne. Ja. Wie alt ist das Gewandhaus? Woher kommt das? Woher kommt Gössl? Wir kommen tatsächlich aus Salzburg. Die Firma wurde in Grödig gegründet, das ist im Süden von Salzburg, wo man jetzt sogar ein bisschen hinsieht, von meiner Großmutter. Eine Nachkriegsgeschichte, 1947. Ich bin jetzt die dritte Generation, also uns gibt es seit über 70 Jahren. Und das Gewandhaus als solches wurde 2005 eröffnet und ist sozusagen Heim- und Wirkungsstätte unserer Trachtenzeit. Ja. Also Gössl war nicht immer im Gewandhaus? Nein. Das war vorher das Schloss? Vorher war es ein Hotelbetrieb. Wie kam es zur Gründung von Gössl? Es ist eine wilde Geschichte. Also meine Großmutter war Deutschpolin aus Lodz und hat dort, ist aus einer Familie von Textilfabrikanten gekommen, also die haben Wirkware gemacht. Und als Mitgift zu ihrer Hochzeit, wie sie nach Österreich gekommen ist, sie hat einen Niederösterreicher geheiratet, hat sie diese Maschinen noch während der Kriegszeit mitbekommen. Und nach dem Krieg wurden mit diesen Maschinen sozusagen dann die Firma Gössl gegründet, hier in Salzburg, weil sie da ihre Flitterwochen verbracht haben und das hat ihnen so gut gefallen, dass sie sich nach dem Krieg angesiedelt haben. Also ganz zu Beginn gab es noch sehr wenig Materialien, also was ich so aus den Geschichten meiner Großmutter weiß, aber am Anfang hat sie auch viele Änderungen gemacht. Sie hat mir gesagt, da wurde dann aus zwei alten Kleidungsstücken hat sie ein neues gemacht, aber sobald dann die ersten Rohstoffe verfügbar waren, Stoffe, Knöpfe etc., hat sie sich dann ganz früh auf Trachtenblusen spezialisiert. Und wir waren sehr lange eine wirkliche Blusen-Spezialfirma für Trachtenblusen und dann Dirndlblusen und so weiter. Und in die heutige Richtung hat sich das wann und wie entwickelt? Da sind wir ein bisschen gleich bei den Materialien. Bis in die 70er Jahre waren wir eine reisebereine Blusen- und Hemdenfirma. Ja. Und dann mit der Übernahme durch die nächste Generation, zunächst durch meinen Vater mit seiner Schwester, wurde das Sortiment immer weiter ausgeweitet. Und circa seit 2000 haben wir auch reine Gössl-Markengeschäfte im Einzelhandel und haben uns so weit etabliert, dass wir ein richtiges Rundumsortiment für komplette Einzelhandelsgeschäfte haben. Der Trachtenmarkt ist in Mitteleuropa zu Hause, vor allem im Alpenraum, und dort sind wir im Luxus- und Premium-Segment. Das Premium-Segment habt ihr ja dann nochmals weiterentwickelt, glaube ich, 2005 oder Gössl Edition. Und genau, das ist das, wo wir in das Luxussegment auch hineinkommen, wo wir sozusagen den Designern den Spielraum freilassen. Da müssen sie nicht so sehr auf die Kosten schauen, sondern dürfen sie wirklich Handwerkskunst leben und ihren Designs wirklich das geben, was sie dürfen sich austoben, die schönsten Sachen machen, die ihnen im Kopf herumschwirren. Und heute habt ihr ein Netzwerk von über 100 Geschäften und 40 Geschäften. Wir beliefern nach wie vor den Fachhandel und haben aber durch die Gössl-Markengeschäfte wirklich an den relevanten Standorten in Österreich und Bayern fast überall schon Geschäfte. Und diese Geschäfte gemeinsam mit unserem Fachhandel, also man kann uns an gut 100 Orten im Dachraum einkaufen. Wie bewältigt man den Spagat zwischen Tradition und Moderne? Das ist ja genau das, was es spannend macht. Was es für uns spannend macht und was uns daraus wahrscheinlich auch für unsere Kunden spannend macht. Also wir sehen es in der Tracht schon so, dass wir uns große Mühe geben, nicht nur das Althergebrachte wiederzukauen, sondern immer weiterzuentwickeln. Wir bauen quasi auf den Wurzeln auf dessen, was wir vorfinden, aber die Blüten machen wir dann selbst. Beispiele? Haben sich da auch neue Materialien eingeschlichen? Oder? Natürlich gibt es auch bei Materialien wieder Innovationen, aber es ist auch, wir bauen auch sehr viel auf wirklich traditionellen Materialien auf,
Das heißt, wir haben zuletzt einmal ein 100-jähriges Bauernleinen verarbeitet, das wir noch aus Museumsbeständen aufkaufen konnten. Wir haben, was jetzt Innovationen angeht, zum Beispiel eine Hanfhose entwickelt, die auf den ersten Blick wie eine Lederhose aussieht. Die haben wir jetzt schon in unterschiedlichsten Variationen seit vielen Jahren und hat mittlerweile eine sehr große Fangemeinde. Aber natürliche Materialien, keine synthetischen Materialien? Also wir legen einen großen Fokus auf die natürlichen Materialien. Es gibt auch durchaus taugliche synthetische Materialien, aber die kommen bei uns nur sehr eingeschränkt zum Einsatz. Dort, wo es halt sinnvoll ist. Heute ist Maximilian Gössl komplett in Gössl gekleidet. Nicht nur heute. Aber ausnahmsweise mal nicht in der Lederhose. Ja, also jetzt ist schon ein bisschen später im Jahr. Also Lederhose, sagen wir, geht von Ostern bis November kann man sie schon tragen, wenn man hart gesotten ist und das Wetter. Ich habe auch noch Leute gesehen hier. Geht's immer. Aber ja, also Tracht ist nicht nur Lederhose, Tracht hat viel mehr zu bieten und da kommt man locker über das ganze Jahr. Eben, ihr seid ja auch schon so im Business-Segment, also Freizeit, Geschäft, das kann man eigentlich gut mit vielen Dingen kombinieren. Wir bedienen sozusagen alle Trageanlässe, die einen durchs Jahr begleiten, die bedienen wir, ob das jetzt im freizeitlichen Bereich ist, im Beruf oder gerade auch für festliche Anlässe. Tracht war immer schon Festtagsband, also das decken wir alles an. Für Fräulein, Mann, Kinder, für alle. Und wie hat sich das so mit den Zielgruppen Männer, Frauen entwickelt? In der Bekleidungsbranche gibt es meistens den Schwerpunkt auf die Frauen. Den größeren Kleiderschrank haben, so ist es auch bei uns. Aber wir haben sowohl für Frauen als auch für Männer. Aber wir sind ursprünglich dadurch, dass wir aus der Bluse kommen, waren wir eine weibliche Marke und haben das jetzt natürlich mit Lederhosen und so weiter ergänzt. Also wir sind für alle da. Schwerpunkt so schon der Alpenraum. Ja. Aber kommt auch vor, weil Salzburg hat viele internationale Gäste, Österreich. Natürlich. Also prominente unserer Kunden sind zum Beispiel der ehemalige spanische König. Wenn der in die Steiermark zum Jagen gekommen ist, dann haben wir für ihn das Geschäft aufgesperrt und hat eingekauft bei uns. Wir haben genauso Inder bei uns, die einkaufen, auch Araber, wir haben Amerikaner, amerikanische Senatoren, die immer wieder hierher kommen. Also wir sind sehr international, was die Gäste anbelangt, aber mit unseren Geschäften sind wir derzeit noch im Dachraum. Was schätzen die Leute dann? Weil Gössl ist ja auch, Tracht ist immer auch ein Stück Heimat. Wie ist da so das Selbstverständnis von Gössl? Zwischen eben genau Heimat. So. Ja, so ist es. Und für einen, der nach Österreich kommt und sich zu Österreich verbunden fühlt, weil es ihm gefällt, auch ein Gast von außen, der möchte sich ein Stück von dem mitnehmen. Und wenn das jemand ist, der einen gewissen Anspruch an Qualität hat, dann kommt er an uns nicht vorbei. Das heißt, ihr seid, oder ihr habt euch zur Premium-Marke entwickelt? Natürlich. Also wir waren immer schon, sagen wir, qualitätsmäßig sehr hoch angesiedelt. Und das haben wir auch in allen anderen Warengruppen, die jetzt in den Blusen noch dazugekommen sind, forciert und hochgehalten. Jetzt sind wir bei Regionalität, Nachhaltigkeit, Produktion. Ihr produziert auch hier im Grandhaus? Nein, das wäre viel zu klein. Wir produzieren in Europa. Wir haben viele Betriebe im Einsatz rund um Österreich, wo wir je nachdem, wo die Spezialisten sind, dort das machen, was wir brauchen. Hier wird alles entworfen, hier werden auch die Erstmuster genäht. Also wir haben ein volles Atelier hier, wo wirklich jedes Modell, das wir entwerfen, hier einmal genäht wird, bevor wir es dann weiterentwickeln und in Produktion gehen. Die Visionen von Maximilian Gössl, jetzt sind wir dritte Generation, irgendwann kommt die vierte. Ja, die ist schon da, wir noch nicht im Geschäft. Gemischt mit Andalusien, habe ich gehört. Ja, das stimmt, genau. Ja, so ist es halt heutzutage. Meine Visionen, da gibt es viele, aber grundsätzlich einmal, wir wollen die Tracht nach wie vor vorantreiben. Also ich bin nicht einer, der mit allen Traditionen sofort bricht, sonst könnte ich auch so eine Firma nicht weiterführen, vermute ich. Aber was uns angeht, ich glaube durchaus, dass das Grant, das wir machen, und das Zuspruch, den wir auch international erfahren, dass es zum einen jetzt mal gilt, mit unserem Rollout der Geschäfte noch den Kernmarkt ordentlich abzudecken, aber dann spricht nichts dagegen, auch einmal an exotischere Standorte zu gehen. Weil ich der vollen Überzeugung bin, dass das Quant, das wir machen, international genauso gefragt sein kann. Gössl on the Fifth Avenue. Zum Beispiel. Ich bin überzeugt, dass wir unter den New Yorkern genug Fans hätten, die genau was Besonderes suchen, das wir anzubieten. Super. Vielen Dank. Danke Ihnen.